Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Willkommen in Heubach am Downhill Rosenstein. Fabian ist dabei, voll cool. Servus. Endlich mal wieder, wir waren ewig schon wieder nicht mehr fahren. Einige Monate her und vielleicht erinnern sich ein paar von euch, ich bin hier das Rennen vor kurzem gefahren und ja, jetzt wieder hier, mega entspannt, gar keine Aufregung, nichts mehr abgesperrt und so, ist gerade richtig geil, jetzt so da zu sein. Wir sind gerade schon zum Einfahren diesen Thunderstruck Strike Trail da gefahren, aber ich finde, der ist so langweilig, lohnt sich nicht, den zu filmen. Aber jetzt sind wir vor der DH und werden Stage 1 mal fahren. Fabian will sich den Job anschauen und so und ja, wir sehen uns einfach gleich im Trail. Let's go! Let's go! Ja, auch, danke. Ach komm. Oh, sorry. Fabian, ich wusste nicht, dass du hinterher. Ich wollte da nicht oben drauf anhalten, weil du da bist. Sorry. Bist du denn auch gleich gesprungen? Ich dachte, du willst ihn dir anschauen. Ey. Geil, Mann. Sollen wir ihn nochmal machen? Ja, ist eigentlich echt chillig. Runde 2. Wir fahren dann weiter, oder? Passt mal. Okay. Viel Spaß euch. Ciao. Geil, ne? Theoretisch reicht es, wenn man ab hier laufen lässt, beziehungsweise ist es sogar besser, wenn man so einen Mini-Bremser macht, weil man sonst zu weit fliegt bei dem. Okay. Entweder wir lassen ihn aus oder... Wäre es zu weit zu springen? Ist eng danach oder? Guck ihn dir lieber an, der ist schon heftig. Also du hast super, super viel Speed drauf. Okay. Guck ihn dir kurz an. Springe ich hinterher. Guck ihn dir einmal trotzdem an. Also ich glaube, dass du mit deinem Skill und so, du könntest den easy springen, aber wenn da was schief geht, ist gleich richtig dramatisch, okay. Weil... Kickt ja irgendwie komisch, oder? Ja, relativ flach, ne? Extrem flach, das ist nämlich das, mit dem zu weit springst. Komm, wir lassen den die Runde aus und nächste gucken wir ihn uns, machen wir ihn dann. Dann gucken wir ihn uns jetzt einmal an. Genau, also wenn man oben offen lässt, mini bremst und dann, also du siehst, das super, super flach. Das heißt, wenn du ab oben komplett offen lässt, landest halt echt im Flat und dann... Wobei, arg viel Unterschied. Jetzt, da auch nicht, nirgends. Ja, da geht's rechts runter, oder? Ja. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die andere Line, finde ich, ist einfacher, aber wie du magst. Nice. So rutschig da oben. Ja, ja. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir den unteren Part fahren oder ob wir hier direkt hoch pedalieren und den nachher einmal mitnehmen. Oder wir können den auch mehrmals ja den hoch pedalieren. Ich würde fast sagen, lohnt sich mehr, dann machen wir den nachher lieber. Ja Leute, wir sind gerade nur das Steinfeld gefahren, wie ihr es wahrscheinlich gesehen habt. Der untere Part ist nämlich nicht so spannend, finde ich, wie das drüben mit dem Drop und so. Ich finde, das macht eigentlich ziemlich Bock. Aber ich dachte, ich zeige Fabian mal noch die andere Line hier am Anfang und wir schieben jetzt wieder hoch und fahren dann nochmal die mit dem Drop. So, zweite Runde.
jetzt nicht getraut, ey. Hast du gemacht? Ja, klar. Geil, Mann. Sick. Bist du auch zu weit gesprungen? Ja. Runterfahren, gut Abstand gelassen. Ja. Oben an der Kurve quasi fast zum Stehen gekommen. Ja. Dann rollen lassen. Und das schon zu schnell, ne? Das ist echt krass. Das ist tricky. Boah, Leute, das ist so feucht und rutschig. War gerade echt tricky, da rumzukommen. Das ist schwerer als beim Rennlauf, ey. Das ist krass. Uah. Das Stück ist so tricky mit dem feuchten Stein. Ja. Ich stand auch voll auf der Bremse und trotzdem noch. Ich habe voll blockiert. Ja. Und rutsch aber weiter. Es rutscht, ja. Ja, du sagst es so, stell dich mal oben hin. Ich finde, das ist wahnsinnig kurz. Man muss den echt ziemlich genau treffen. Ich habe den, wie gesagt, nur einmal im Race Run bisher gemacht. Weil wenn du den zu kurz machst, käst du oben drauf. Aha. Und zu weit bist du halt schon im Flat. Ja. Brüttingkante oder so heißt dieser Drop. Okay. Viel Spaß. Den rechten? Ja. Nee, safe nicht. Ey. Ist nicht too much. Also, dann lass mich nachher die Cam. Oder willst du jetzt gleich? Dann hole ich jetzt schnell die Cam. Oder willst du kurz auf den Kleinen einspringen? Ja, dann ich hole schnell die Cam aus dem Auto, okay? Ja, Leute, ich hab's gesehen. Ich hab gerade die Doubles ausgelassen. Ich weiß nicht, so beim Rennlauf war ich halt irgendwie. Ja, war ich drin und so, gerade ist mir ein bisschen zu heikel. Fabian überlegt sich aber sogar den großen Double zu springen, voll krass. Ich hole jetzt die Kamera aus dem Auto und werde ein Foto machen, wenn er ihn macht. Ansonsten vielleicht für den Kleinen oder so. Das heißt, wir sehen uns vielleicht nachher nochmal zu einer Abschlussrunde oder so. Mal sehen, bis gleich. Alter. Geil, Mann.